Yo Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video. Heute geht es um den E39 M54 B30. Der bekommt von uns eine Motorüberholung. Was es eigentlich dazu zu sagen gibt, der Wagen hat jetzt über 300.000 Kilometer gelaufen. Der läuft auch noch, der möchte den einfach mal fit gemacht haben. Hat jetzt mittlerweile auch ein bisschen Ölverbrauch oder ich glaube auch ein bisschen erhöhten Ölverbrauch. Varus hat die schon mal neu bekommen, hat er mir gesagt. Kann man auch hier sehen. Der war bei Varnotech. Da ist schon mal überholt worden. Und zwar, meistens schreiben die auch immer ein Datum drauf. Aber hier in dem Fall jetzt nicht. Das heißt, wir werden den jetzt einmal komplett zerlegen. Und dann einmal alles reinigen, sauber machen. Den Kopf bringen wir wieder zur Firma Sanford. Die machen uns den Kopf einmal wieder frisch. Ventile raus, Ventile reinigen, Sitze nacharbeiten, Führungen prüfen, gegebenenfalls erneuern. Schaftdichtung neu machen, einmal planen, einmal sauber machen. Dann ist der da soweit fertig. Kurbelwelle geht auch zum Prüfen, ob die gerade läuft, ob noch alles soweit okay ist. Dann, wie das Programm halt immer so läuft, Pleuellager, Hauptlager, Kolben, kommen die alten Ringe runter, dann bei uns ins Ultraschallbad, dann kriegt er da auch neue Kolbenringe. Und natürlich die ganzen Dichtungen, ne? Wie Kopfdichtung, Ölwanddichtung, Ventil, Deckeldichtung, Ansaugbuddendichtung, Krümmerdichtung und. Also der Adler wird die Anbauteile jetzt abbauen. Dann würde ich einfach mal sagen, bis später. Bis! So, Anbauteile sind soweit ab. Heißt, der Adler löst jetzt die Kopfschrauben. Nicht wundern. Ja, das ist ein Drehmomentschlüssel, aber das ist ein kaputter. Also den nehmen wir immer zum Kopfschrauben lösen oder halt zu Sachen, die schwer sind zum Lösen. Dafür ist er noch gut. Ja, hier kann man sehen, laufleistungsmäßig sieht man das natürlich schon, dass er einiges gelaufen hat. So, Kopfschrauben haben wir jetzt ja schon gelöst. Könnt ihr jetzt, also wir machen das immer so, einmal mit der Hand lösen, dann könnt ihr das mit dem Schlagschrauber noch abschrauben. Bei manchen Köpfen kann man tatsächlich direkt mit dem Schlagschrauber lösen. Wir machen es einfach so. So, Kopf runter, zack. Da kann man schon sehen, dass eigentlich das falsche Kühlwasser drin ist. BMW hat normalerweise immer blaues oder grünes. In dem Fall ist jetzt hier rotes drin, was eigentlich VW, Mercedes hat. Laufbahn und so sehen eigentlich jetzt augenscheinlich erstmal noch ganz gut aus. Kopfdichtung auch noch runter. Die brauchen wir natürlich nicht mehr. So, hier nochmal genau zu sehen mit dem Kühlwasser. Auch sehr schmutzig, aber wie gesagt, bei der Laufleistung eigentlich ganz normal. So, der Adler hat das alles hier schön auseinandergebaut. Aber ich hatte gerade einen Fehler gemacht beim Anfang. Ich habe gesagt, das ist ein 530. Stimmt aber gar nicht. Ist ein 520, also M54 B22 heißt das Ding ja. Eigentlich immer ganz gut an den Kolben hier zu erkennen. Kann man immer sehen, dass der die Kühlrippen hier an der Seite hat. Kann man ein bisschen kurz vor die Kamera zocken. Kann man immer hier an den Kühlrippen ganz gut sehen, dass die hier geschlitzte Kolben sind. Und er hat natürlich ein anderes Bohrmaß. Der Kolben ist ja viel, viel kleiner. Also der hat ja nur ein 80er Bohrmaß. Und der andere hat ja, der 3-Liter hat ja ein 84er Bohrmaß. Ja, Adler, hast du irgendwas festgestellt? Nö. Alles gut? Lager und so sahen alle gut aus? Ja. Ja, auch die Hauptlager sehen auch alle pico aus? Genau. Ja, also war das im Endeffekt jetzt schon genauso, wie wir vermutet haben, dass die Pleuel und Hauptlager alle gut aussahen und der jetzt keinen großartigen Schaden hatte. Wir werden aber jetzt trotzdem einmal die Kurbelwelle prüfen, ob da trotzdem soweit alles okay ist. Dann werden wir auf jeden Fall die Hauptlager und Pleuellager neu nehmen. Dann machen wir auch die Kolbenringe machen wir neu. Die Kolben werden wir auch irgendwie reinigen. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Die Pleuelschrauben sollte man auf jeden Fall immer mit neu nehmen. Ja, ist halt vermockt, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, dafür, dass der Wagen wirklich, ich glaube, ich hatte jetzt vorhin noch mal reingeguckt, das waren, wann waren das, 300.000? Ja, etwas über 300.000. 300 und ein paar zu quetschen, ne? Gelaufen hat, muss ich wirklich eigentlich ganz sagen, sieht da eigentlich wirklich ganz gut aus. Genau, das ist auch noch zu sagen. Die Kolbenbodenkühlung hier im Block drin sitzen, die machen wir immer neu, weil die sind so eng gebohrt und wegen Dreck. Also das ist ganz wichtig. Auch M50, M52 hat die auch da sitzen.
Das muss auf jeden Fall neu. So, das heißt, wir drehen den Block jetzt einfach mal um. So, da kann man jetzt, können wir uns die Bohrung mal eben anschauen. Belichtung ist natürlich jetzt hier gerade nicht so schön. Haben wir kurz eine Lampe? Da kann man halt schon ein bisschen Druckstellen vom Kolben sehen. Ich meine, das ist bei der Laufleistung natürlich jetzt auch ganz normal, ne? Der Kolben kippt ja halt auch immer ein bisschen. Und deswegen ist das jetzt eigentlich voll akzeptabel. Holen wir das auch noch super. Wir werden den Block jetzt trotzdem einmal mal durchholen und vermessen. Und dann werden wir mal schauen, was da so bei rauskommt. Ja, in dem Sinne will ich jetzt einfach mal sagen, der Adler wäscht das alles mal. Ja, genau. Mehr gibt es nicht zu sagen. In dem Sinne, peace. So, also am M54B22 geht es jetzt weiter. Heißt, wir haben jetzt hier einen Unterschied zwischen den 25er und 30ern, dass wir hier jetzt ein 80er Kolbenmaß haben statt ein 84er. Und die andere Änderung ist auch noch am Block hier unten, dass die Ölspritzdüsen nicht seitlich angeschraubt sind wie bei den 3 Liter und 2,5er, sondern die Kolbenbodenkühlung kommt jetzt quasi hier aus den Lagerdecken raus. Hier steckt jetzt noch eine drin, aber die machen wir alle neu. Das ist immer ganz wichtig. Ich habe den schon mal soweit ein bisschen vorbereitet, schon mal ein bisschen sauber gemacht und alles. Der ist jetzt einfach noch gehohnt worden von unserem Motoreninstandsetzer. Ja, dann geht es nach hier. Die Kurbelwelle war soweit in Ordnung. Die wird jetzt einfach mit neuen Lagern ausgestattet. Kolben waren auch soweit in Ordnung. Hier kommen jetzt natürlich neue Kolbenringe drauf. Die Ketten, also beide Ketten, Ölpumpenkette. Dann die Spanner, Sekundärspanner, Dichtung, Kopfschrauben und so ein Kram kommt natürlich auch alles mit neu. Auch diese üblichen bekannten Wasserrohre hier an der Seite, die brechen ja immer gerne weg. Die stecken ja einmal hier, einmal steckt da einer im Zylinderkopf drin und einer geht ja hier vorne dann in den Kettenkasten, glaube ich so. Der eine kommt so, der andere kommt so, kann man jetzt hier sehen. Die gewinnen halt beim Rausbauen. Brechen die hier vorne immer weg, weil die halt hier porös werden. Deswegen machen wir die prinzipiell immer neu. Dann natürlich klar die ganzen Dichtungen, ne? Ansaug-, Abgaskrümmerdichtung, Ventildeckeldichtung. Der Kopf ist schon fertig, den hole ich mal eben kurz, eine Sekunde. So, hier ist noch der Zylinderkopf. Der ist jetzt auch einmal wieder frisch gemacht worden von der Firma Sandford. Da auf jeden Fall auch mal, unten in der Beschreibung haue ich mal einen Link mit rein, wenn einer mal Interesse hat. Motorensachen zu machen, Köpfe, Blöcke, Kurbelwellen, Einzelanfertigen und, das macht alles die Firma Sandford. Wie gesagt, findet ihr unten im Link. Könnt ihr euch gerne mal die Seite anschauen oder bei Interesse einfach melden oder bei uns, wie auch immer. Ja, also hier der Kopf, Schaftdichtungen gemacht, also einmal komplett zerlegt, Schaftdichtung gemacht. Ventilsitze sind einmal alle nachgearbeitet worden, Ventilführungen sind geprüft, die waren alle in Ordnung. Ventile gestrahlt, neu eingeschliffen, Kopf geplant, Auslass-, Einlasskanäle gereinigt. Ja, da das anscheinend bei euch ganz gut ankommt und ich da ein paar Kommentare bekommen habe, auch Privatnachrichten, das mit dieser Zeitraffer-Geschichte, dann machen wir das einfach nochmal. Beim Zusammenbau natürlich etwas langsamer, damit ihr seht, wo der Hase langläuft. Für uns ist das halt so einfach ein bisschen einfacher zu gestalten. Also ihr müsst euch vorstellen, ich könnte das auch ohne Zeitraffer machen, mit einer Tonausgabe, dass ich auch dabei spreche. Das Problem ist, wir sind hier im Tagesgeschäft. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hebebühnen. Hier wird überall gearbeitet, hier ist überall Lärm. Waschmaschine läuft, Ultraschallgerät läuft. Deswegen, das kommt im Video total bescheuert rüber. Deswegen ist das der Grund, warum wir das im Endeffekt so machen. Ja, also würde ich mal sagen, da mache ich mich am Zusammenbau und ich nehme euch mit. Bis gleich. So, da geht's los mit den Kolben, Bodenkühlungsdüsen. Die, wie schon gesagt, immer neu nehmen am besten. Dann die Hauptlager einsetzen. Immer schön aufpassen, dass die Führungsnase schön drin sitzt. Nicht zu tief ansetzen, ansonsten klemmen die. Natürlich die gelochten Schalen kommen nach unten. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Auch immer darauf achten, dass die Löcher auch mit dem Block, mit der Blockbohrung übereinander passen. Schön einölen. Wer gut schmiert, der gut fährt. Bei den Hauptlagern natürlich auch immer darauf achten, dass die sind nummeriert von 1 bis 7, 8, 9, wie auch immer, wie viele Lagerböcke ihr habt. Und Schrauben natürlich neu, auch einölen. Dann könnt ihr die hier mit einem Akkubohrer zum Beispiel einmal mal festziehen. Das sind irgendwo 5 Newton oder sowas. Das erspart einfach ein bisschen Arbeit. Dann lösen wir die einfach nochmal
damit wir gleich die 13er Schrauben in die Dreiecke reinbekommen. Die werden jetzt noch festgezogen. Dann mit dem vorgezogenen Drehmoment die Hauptlagerböcke festziehen. Da kommt erst die Newtonmeter. Die kontrollieren wir immer nochmal nach. Wie gesagt, kann ja sein, dass es sich mal setzt. Dann hier mit unserem Drehmomentschlüssel, der kann auch Grad zahlen. Das heißt, wir brauchen da keine Gradscheibe mehr. So, alle durch. Sehr, sehr. Die Welle dreht jetzt picobello. So, dann geht's an die Kolbenringmontage. Da auch immer darauf achten, in der Packung eigentlich gut beschrieben, wo die Ringe hinkommen. Ölringe, Verdichterringe Mitte, Verdichterring oben. Könnt ihr jetzt, wie wir das jetzt hier machen, in dem Fall mit einer Kolbenringzange machen. Kann man aber auch theoretischerweise mit den Fingern drauf. Kommt immer drauf an, was ihr für Kolben habt. Bei denen geht's jetzt, würde es jetzt auch mit der Hand gehen, ohne das Werkzeug. Und bei den Diesel zum Beispiel so ein bisschen strammer, da würde ich schon auf jeden Fall eine Montagezange verwenden, auf jeden Fall. Ja, das Ganze machen wir dann natürlich 6 Mal insgesamt, weil wir daher 6 Kolben haben, logischerweise. So, letzter Kolben, drauf mit den Dingern und dann haben wir das auch einmal geschafft. So, hier genau wieder das gleiche wie bei den Hauptlagern. Die Lagerschalen schön mit der Führungsnase einlegen, darauf achten, dass die nicht richtig sitzen. Pleuschrauben kommen natürlich raus und neu, die verwenden wir nicht, die alten. Das natürlich genau wie bei den Kolbenringen, jetzt 6 Mal das gleiche. Da können wir jetzt, in dem Fall haben wir jetzt zum Beispiel keine gespatterten Lager, das heißt, wir können jetzt hier frei wählen, welche Lagerhälfte wo reingehört. Dann wieder einölen. Wir ölen auch oben die Kolbenringe immer mit ein. Dann natürlich die Lager gleich auch noch. Hier kommt natürlich wieder der Satz zum Einsatz, wer gut schmiert, der gut fährt. Total dämlicher Satz, aber ist halt so. Öl ist sehr, sehr wichtig, natürlich auch für die Montage und auch später fürs erste Starten. So, die Lagerstellen auch nochmal einölen. Bohrung auch. Das sieht natürlich jetzt gleich ein bisschen merkwürdig aus, aber das Öl muss sich natürlich auch überall verteilen. Dann haben wir unseren Trichter für die Kolbenmontage. Der geht halt, wie schon der Name sagt, trichterförmig zu, von oben dicker, unten halt schmaler. Das heißt, wir brauchen da keine Kolbenringzange mehr,
um die zusammenzudrücken. Einfach einsetzen, reindrücken, fertig. Ich mache jetzt persönlich immer zwei Kolben, also immer erst die parallel zueinander sind. Dann kann ich den Motor dann einmal gleich drehen, so dass ich das Pleuel oder beziehungsweise den Kolben mit dem Pleuel gleich immer schön gerade reingeschoben bekomme. Da natürlich mit dem Kolbenring auch immer aufpassen. Den oberen Verdichter nach rechts drehen, den mittleren Verdichterring nach links drehen und den Ölring quasi nach hinten drehen, damit das keine Öffnung entsteht und dass später die Kompression oder das Öl dadurch fließt an der Seite. Das wäre natürlich kontraproduktiv. So, alle Kolben drin, alle Lagerdeckel drauf. Da natürlich klar, wie schon gesagt, die Schrauben neu. Dann ziehen wir die erstmal alle mit dem richtigen Drehmoment an. Dann kommt wieder der Drehwinkel. 6 an der Zahl, logischerweise bei einem 6-Zylinder. Ja, Welle dreht, picobello, super. So, dann können wir die Ölpumpe montieren. Ölkette drauf, da auch die Schraube oder beziehungsweise die Mutter von der Ölpumpe setze ich immer mit Loctite ein. Dann das Schwallblech auch einsetzen. Dann natürlich vorab immer ein bisschen drauf achten, dass ihr die 13er Schrauben vorher an die richtige Stelle gesetzt habt. Ansonsten passt das Blech nämlich nicht. So, dann können wir gleich noch das Ölsieb dran bauen. Zack, da ist es schon. So, weiter geht's mit der Kettenmontage. Da natürlich auch immer aufpassen, dass die Kette natürlich auch richtig im Zahn drin sitzt. Stirndeckel drauf. Schrauben erstmal alle schön ansetzen. So, da auch wieder. Nicht denken, dass wir den mit volle Pulle festziehen, sondern das ist irgendwo 5 Newton, also das ist zweite, dritte Stufe vom Akkubohrer. Drehmoment kriegen die natürlich auch noch. Dann drehen wir den Hobel mal. Riemenscheibe montiere ich jetzt einmal mal, um zu sehen, vorne habe ich mir eine Markierung gemacht. Damit ich weiß, alles klar, da ist meine OT-Markierung. Kopfdichtung drauf, Zylinderkopf drauf. Schön in die Passhülsen, bisschen reinklopfen. Jetzt kommen die Unterlegscheiben von den Kopfschrauben. Die brauchen wir nicht neu nehmen. Die Kopfschrauben natürlich, die kommen neu. Da auch natürlich zu beachten. Die Gewinde in dem Block reißen bei den M54 Motoren gerne mal raus. Das heißt, vorab auf jeden Fall kontrollieren, wie die Gewinde aussehen. Meist ist es beim Festziehen, also jetzt gerade mit dem Drehmoment geht es noch. Aber spätestens beim Drehwinkel, meistens bei der zweiten Mal Drehung, in dem Fall sind es jetzt hier 30 Newton und 2x 90 Grad. Das heißt, bei der zweiten Drehung dann 90 Grad reißen meistens die Schrauben, also beziehungsweise die Gewinde aus dem Block. Heißt, ihr müsstet dann wieder alles auseinanderbauen, weil wir müssen eine Bohrung machen, Helicoil einsetzen oder das Gewinde halt reparieren. In dem Fall haben wir natürlich jetzt Glück gehabt und das hat alles reibungslos funktioniert. Alles was dreht und Öl braucht, bekommt natürlich auch bei der Montage Öl. So, jetzt kippe ich den Motor ein bisschen, damit ich die Lagerblöcke von den Hydros drauf kriege, sonst würden mir die Hydros nach unten alle rausfallen. Schön beölen, Lagerstellen beölen, Hydros beölen, Lockenwellen einlegen, auch wieder ölen. Lieber ein bisschen zu viel Öl als zu wenig Öl.
Lagerdeckel auch drauf achten. Die sind auch richtungsgebunden. Also einmal mit A für Auslass, einmal für E für Einlass gekennzeichnet. Die müssen natürlich auch alle nummeriert an der richtigen Stelle sitzen. Dann können wir schon mal die Muttern, wo wir drankommen, schon mal draufsetzen. So, und dann vorsichtig, wie gesagt, wer es noch nicht gemacht hat, soll es am besten vielleicht mit der Hand ein bisschen anziehen. Wir wissen, haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht, also von daher kann man das ruhig mit der kleinen Stufe auf dem Akkubohrer festziehen. Das ist kein Problem. So, da kann man richtig sehen, wie schön sich das setzt. Jetzt von innen nach außen schön mit Drehmoment festziehen. In dem Fall müssen es 15 Newtonmeter sein. Ich habe natürlich jetzt nicht immer alle Drehmomente genau im Kopf. Die gängigen schon. Dann hinten die Passschrauben aus dem Kopf rausdrehen. Ansonsten kriegen wir nämlich gleich das Einstellwerkzeug nicht rein. So. Hocken wir entstehen. Unten Riemenscheibe habe ich jetzt auch jetzt eingestellt. Das heißt, wir haben jetzt das UT. Können wir jetzt die Kette montieren. Sekundärkettenspanner, auch ganz wichtig, immer neu nehmen. So, festziehen. So, Anlaufscheibe drauf. Natürlich so einsetzen, dass die Führung, das Nasen so passen, dass wir die Hülse reinschieben können. Dann können wir jetzt Kettenspanner auch noch drauf machen. Jetzt kommt das Zahnrad mit der anderen Hülse noch drauf. Passhülse einschieben, alles natürlich wieder ein bisschen einölen. Dann können wir die Zahnscheibe jetzt noch handfest bzw. einfach nur mit der Hand ansetzen. Tellerfeder mit der Scheibe und das Außen ist das Inkrementenrad für den Nockenwellensensor. Auf der anderen Seite sitzt das Inkrementenrad auf der Nockenwelle direkt. So, hier das Einstellwerkzeug für die Position der Warnuss. Jetzt können wir den ganzen Gedöns festziehen. Lassen wir natürlich handfest. Wir bekommen jetzt auch noch Drehmoment. So, dann können wir alles wieder auseinanderbauen. Warnuss aufsetzen. Links und rechts mit einer Schraube fixieren. Und dann auch wieder erstmal Hand festziehen. Die können wir dann später auch noch im Drehmoment. Jetzt kommen die Passschrauben rein. Die Warnuss halten, darauf achten, das ist Linksgewinde. Dann die Stopfen einsetzen und quasi Deckel vorne drauf und festziehen. Auch nochmal mit Drehmoment. Und dann war es das, dann können wir den Motor einmal durchdrehen. Jetzt hinten noch den Simmerring drauf. Jetzt auch erstmal nur zwei Schrauben ansetzen, festziehen, das reicht. An die anderen kommt man jetzt immer ein bisschen schlecht dran, wenn der Halter da hinten dran ist. Da die Stoßecken immer mit Dichtungsmasse einsetzen, dann die Dichtung draufsetzen, Ölwanne draufsetzen. Erstmal alle Schrauben mit der Hand schön in die Gewinde einsetzen und dann kann man die auch gleich wieder mit dem Akkubohrer ein bisschen ranziehen und später nochmal nachziehen.
So. Zack, zack, zack. Da kommen wir natürlich mit dem Bohrer, also mit dem Akkubohrer nicht dran. Müssen wir mit der Hand ein bisschen schrauben. So, jetzt im Drehmoment. Einmal nachziehen. Auch da wieder für die Ventilgedichtung an den Ecken ein bisschen Dichtungsmasse einsetzen, das kann nicht schaden. Deckel drauf, da kommen jetzt wieder die neuen Gummis. Das muss man auch immer drauf achten, es gibt Ventildeckeldichtungen, die sind, da bekommt man nur die Dichtung, also ohne die Abdichtung der Schrauben. Ich würde immer empfehlen, die Abdichtung der Schrauben mit neu zu nehmen. Da auch wieder mit Drehmoment festziehen. Sonst nicht, dass sie zu fest sind, sonst geht der Deckel kaputt. So, also, der Motor ist zusammen, habt ihr ja gesehen. Haben wir jetzt auch Getriebe alles dran gebaut. Zwei, drei Kleinigkeiten können wir noch sagen. Also, wir werden ihn jetzt auf jeden Fall einbauen. Können wir kurz hierher kommen. Ölfilter habe ich jetzt leider noch nicht eingebaut, weil ich Idiot den vergessen habe zu bestellen. Und habe auch den letzten gestern verbraucht, weil gerade noch ein Kunde zum Ölwechsel da war. Heißt, wir haben jetzt einfach den Deckel mal hier drauf gesteckt. Dann noch zum Thermostat. Der Kunde hatte das Thermostat schon mal vor circa 2-3 Monaten getauscht. Genauso wie auch die Wasserpumpe. Deswegen haben wir die jetzt nicht neu gemacht. Und die Riemen genauso wollte er auch nicht neu haben, aber die sehen jetzt noch auf jeden Fall okay aus. Anscheinend noch nicht so alt. Dann Vanus haben wir auch nichts gemacht. Die haben wir jetzt im Endeffekt nur gereinigt, weil die ist, wie ja auch schon am Anfang des Videos gesagt, von Vanutech mal überholt worden. Genauso wie die Diesel-Einheit, die ist auch schon mal neu gekommen. Da ist auch eine geänderte Klappe drin. Zündkerzen sind auf jeden Fall neu. Zündspülen sind auch neu. Also das ist auch alles noch vom Kunden. Das wollte er, wie gesagt, auch das alte noch drin behalten. Ja, wir haben den Motor, wie ihr gesehen habt, einmal vom Rumpf her neu aufgebaut. Also Kolbenringe, Lager. Kopf wurde, wie gesagt, von der Firma Sandfurt gemacht. Ja, Dichtungen jetzt vom Krümmer und solche Geschichten haben wir natürlich neu. Andere Krümmerdichtungen sind neu. Dann haben wir soweit alles mal gereinigt, so wie es ging. Da kriegt er später sowieso, wenn er fertig ist, nochmal eine Motorwäsche. Heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch den... Wie groß war das denn? Wie ist denn der Geisteskrank da draußen? Wir haben jetzt eigentlich nur noch den Einbau vor uns, den filmen wir jetzt nicht mit, weil das ist ja, denke ich mal, eigentlich Blödsinn. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen uninteressant. Ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns dann einfach nochmal gleich kurz wieder, wenn wir den drin haben oder beziehungsweise wenn wir den starten. Aber ansonsten sage ich dann jetzt einfach mal, lassen wir den Adler mal schrauben und wir sehen uns später. Bis! So und nicht anders. Der Kollege ist auch fertig hier. Das heißt, wir können jetzt mal starten. Hier auch ganz wichtig, nicht dass die Leute mal denken, weil der Motor war jetzt komplett auseinander. Wir haben da so eine extra Pumpe, die wir an den Öldruckschalter anklemmen. Und das geht, glaube ich, 0,7 oder 0,8 Bar. Ich nenne es jetzt einmal mit Vorförderpumpe. Die geht direkt aus dem Behälter. Wir haben da so einen 20 Liter Kanister mit Frischöl und pumpen das direkt dann einmal durch den Motor, damit überall, an jeder Stelle, durch jede Bohrung, an jedem Lager und alles, was es braucht, schon mal Öl ankommt, damit wir den quasi nicht trocken starten, weil die Ölpumpe ja nicht direkt läuft oder beziehungsweise direkt Druck aufbaut, wenn der Motor gestartet wird. Ist zwar alles eingeschmiert und alles mit Öl bespritzt worden, sage ich jetzt mal beim Zusammenbauen, aber trotzdem sicher ist sicher. So, was ist denn jetzt eigentlich noch wichtig, auf was man auf jeden Fall drauf achten muss? E39 ist natürlich immer so eine kleine Krankheit hier mit den Luftschläuchen. Die brechen hier schon mal gerne oder sind porös und kaputt. Der ist auf jeden Fall auch schon mal neu gekommen. Dann dieser, hatten wir ja schon gesagt, die hat er schon mal erneuert bekommen. Hier bei den, hier oben, das ist E39 Krankheit, der hat immer hier oben diese Luftführung zu den Pollenfiltern. Die brechen hier immer gerne mal ab, innen drinne. Bei dem sind die jetzt noch schön fest. Also das ist alles noch gut. Hier, das nächste Krankheit, Lüfterzarge geht kaputt, bei dem natürlich auch. Der Wasserbehälter geht auch meistens hier oben in den Führungen kaputt. Den hat der Kunde jetzt hier schon mit einer Schraube und einem Kabelbinder befestigt. So, an die Flüssigkeiten. Öl 5W30. Wir benutzen nur BMW Originalöl, also beziehungsweise wir bestellen das immer bei BMW. Hier ist auch immer ganz wichtig, hier kommt noch ATF-Öl rein, das ist noch das rote Lenkungsöl. Bei den neuen Fahrzeugen kommt ja schon das Zentralhydraulik CRF11S oder CF11, weiß ich jetzt, wie es genau so heißt.
rein. Was haben wir denn noch? Genau. Auspuff haben wir eigentlich auch immer das Problem, dass an dem Krümmer nach dem Cut, was unten an den Auspuff dran kommt, dass die Teile immer abreißen. Also entweder reißen die Schraubenbolzen ab oder die sind einfach undicht da an dieser Stelle, weil die einfach da vergammeln. Was weiß auch immer, warum das so ist. Das haben wir auch schon bei E39 gehabt, die richtig top gepflegt waren. Also Auspuff haben die immer Probleme. Würde ich mal sagen, wir starten den Hobel mal und lesen auch nochmal direkt den Fehlerspeicher aus. Und ja, dann kommt mal mit. Bing, bing. So. Er läuft. Guck mal hier das WDR4 aus. So, dann lesen wir den mal aus hier. Kabel drin. So, dann lesen wir hier ein paar aus. Der geht eigentlich am schnellsten hier. Motor und dann haben wir hier ein M54. Fehlerspeicher lesen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist nichts drin. Mal Laufruhe noch mal messen. Die ist jetzt immer, kann man immer sagen, so alles, was nahezu zu null ist, ist eigentlich immer perfekt. Klar, normalerweise geht es jetzt hier bis 3, aber wenn er jetzt hier schon auf 1, irgendwas stehen würde, zum Beispiel irgendwo, dann würde der schon irgendwie jetzt schlecht laufen, Zündkerze, Spule. Aber wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, der ist halt leer gelaufen, Hydros brauchen auch noch Öl. Das heißt, werden wir jetzt auch mal gleich mal eine Runde fahren. Adoptionswerte jetzt vorab noch mal löschen, aber wie gesagt, so sind die Werte in Ordnung. Adoption einmal löschen. Dann machen wir Adoption, Varianten löschen und alles quasi gelöscht. Aber wir können die auch einmal einzeln löschen. Laufruhe. Hier ist ein Nährnauf, Drosselklappe, Lambda. Tun wir mal einmal alle löschen. So. Perfekt. Können wir rausgehen. Zündung mal aus. Starten wir mal. Und dann können wir mal ein Ründchen fahren, würde ich sagen. Safety first. Du bist angeschnallt, Adler. Redst du heute nicht mehr mit mir? Ne? Okay. So, los geht's. E39 finde ich eigentlich ganz ein ganz cooles Auto. So für Daily-Alltag zum Fahren ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht. So, wir fahren jetzt erstmal hier nur eine kleine Runde. Ein bisschen vorsichtig im Block. Müssen den ja noch ein bisschen, obwohl warm gelaufen ist er jetzt ja relativ. Ja, 520 Automatik ist natürlich jetzt hier kein, zieht natürlich kein Hering vom Teller. Also ein Rennen werden wir jetzt hier nicht gewinnen, aber wie schon gesagt, für Daily, so Alltag ein bisschen am Rumfahren, ist da eigentlich schon in Ordnung. Ne? Gerade Touring, die sind ja auch relativ groß. Also 5er allgemein, wenn du jetzt den 3er zum Beispiel siehst. Also E91, das ist ja, kannst ja fast ein Coupé kaufen. Adler, wir haben was vergessen, Alter. Guck mal hinter. Wir fahren knallhart ohne Kennzeichen. Macht das nicht nach, ne? Also wir haben ja das Kennzeichen noch im Auto. Deswegen fahren wir jetzt hier mal wieder zurück. Aber gut. Ja, wir machen für Videos die Kennzeichen natürlich immer runter. Hätten jetzt auch einen Unterleger von uns drauflegen können, aber haben es jetzt irgendwie vergessen. Fährt alles ganz gut. Ich schüttel den Adler jetzt hier mal ein bisschen durch. Rappelt nichts, wackelt nichts. So. Cruist da ganz gut. Gasannahme, alles funktioniert. Hat kein Ruckeln, kein Wackeln. Getriebe schaltet. Also alles wunderbar, so wie es sein soll. So. Also. Dann sind wir wieder angekommen. Gehen wir noch mal draußen gucken kurz, machen wir Haube noch mal auf. Ja, uns freut es natürlich auch immer mal an älteren Autos zu arbeiten. Mittlerweile ist es ja hier schon fast an der Tagesordnung, dass wir hier Autos haben, die mittlerweile ja glaube ich ab 2012 oder sowas kommen. Oder sagen wir mal einfach mal ab 2010. Ja, also würde ich mal sagen, neigt sich diese Geschichte dem Ende hinzu. Wem es gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen oben, wie auch immer. Jetzt kommt wieder der übliche Spruch, wem es nicht gefallen hat, gar nicht erst angucken, aber Video ist eh zu Ende, also ist es eh schon zu spät. Aber den Ende des Tages müsst ihr selbst entscheiden. Ja, also freut euch aufs nächste Video, wir sehen uns beim nächsten Mal. In dem Sinne, Peace!